Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Und wir sind hier am verlassenen Leuchtturm und müssen jetzt Uramillentanz zur Strecke bringen. Und die Wildmagier haben ja meistens die Angewohnheit, sich auch noch mit anderen Wildmagiern zu umgeben. Oh Gott, da ist noch ein Gewölbe drunter. Gehe ich da zuerst rein? Na, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Viele Treppen. Wenn er oben ankommt, ist er ja völlig außer Puste. Ja, super. Und sie hat uns gesehen. Das ist ja wieder brillant. Au! Und die Haut ganz schön. Habe ich irgendwelche Tränke? Guck mal den mal. Naja, verschlimmert das an der Nymphenfieber? Das ist mir gerade auch egal. Oh, das war es schon. Okay. Ja, wir sind vielleicht doch mittlerweile weit genug. Der Schlächter von Ark. Das ist auch wieder relativ lang. Ja, da werde ich auf jeden Fall gucken, wenn ich die. Ich muss schauen, welche ich habe. Da wollte ich gerne schon mal anfangen, die zu lesen. Finde ich deutlich interessanter als manche andere Geschichte. Deswegen. Jetzt muss man hier. Eisbranke. So. Psionikerrobe. Verschlissenes Elementaristendiadem. So wahnsinnig viel wert ist die nicht. Die können wir wahrscheinlich für 60. Vielleicht können wir für 30 verkaufen, 40 vielleicht. Aber die wiegt nicht so viel. Na, klauen wir erstmal. Ist da was drin? Nein. Ja, okay. Dann ist das schon das gewesen. Aber jetzt nicht im Kreis drehen, dass einem schlecht wird. Jetzt gehen wir noch in den anderen Teil hier, weil hier war. Ich denke mal, das ist dann der interessantere Teil. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Das war ja jetzt ein kurzes Kopfgeld von 2 Minuten oder so. Noch nicht mal. Also, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass die noch weitere Wildmagier um sich versammelt hat da oben. Aber vielleicht sind die hier? Nee. Hat mich entdeckt. Aber er kommt nicht. Na. Denn nicht? Hui! Okay, ich habe gerade gedacht, er hat mich angegriffen, aber hat er nicht. War's das schon? Es ist hier total seltsam. Heidenai. Groschen, Goldbahn, Malachitbahn, super. Handwerken, ich komme. Runenbogen, Schaden 17. Ja. Runenschwert des Feuerzorns. Das ist allerdings eine Einhandwaffe. Aber den könnte man vielleicht entzaubern. Nee. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas Interessantes. Einzelteile. Okay. Nein. 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 Das war's schon wieder. Doch ein bisschen OP mittlerweile für das. Kommt mir eigentlich nicht so vor, aber. Was genau war das? Wer hat denn ein Schwert nach uns geschmissen? Haben wir es weggekickt? Das war jetzt gerade irritierend. Hat gefragt, wo dieses Schwert hergeflogen kam und wo es gelandet. Hier. Verloren. Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Sorry, aber. ja. Jetzt frage ich mich, wo war der Ort, an dem wir an Land gekommen sind? War das hier irgendwo?
Es muss doch irgendwo. Ja, Krabbe ist gut. Ich tu dir nichts. Da hinten sind, denke ich, Schurken. Es sind immer nur Schurken. Es sind nie nette Leute hier irgendwo. Ja. Bösewichter. Ja, komm mal hier hin, dann trifft mich hoffentlich euer Kumpel mit dem Schwert, mit dem Schlampe. Das wirst du bereuen. Ach komm. Ich müsste ja immer so gut fair sein. Ja? Ah, da ist er. Ihr meint es ernst, was? Na schön. Junge, kann nichts dafür. Ihr habt mich angegriffen. Ihr hättet mich einfach in Ruhe lassen sollen. Was verbessern wir denn mal? Mana? Lebensenergie? Ich tendiere im Augenblick immer zu Ausdauer oder Lebensenergie, muss ich gestehen. Ich nehme jetzt mal Lebensenergie. Ich benutze tatsächlich deutlich weniger Mana als... Also ich benutze halt so wenig Zauber. Das ist einfach... Also ab und zu mal ja, aber insgesamt ist das Zaubern einfach nicht so spannend, wenn man die ganze Zeit das blöde Arkanistenfieber kriegt, muss ich ja sagen. Das hält mich schon ein bisschen davon ab, eingehend zu zaubern. Ach, da liegen die rum. Okay. Ja, der Rest ist alles uninteressant. Die Rüstungen... Ich nehme eigentlich nur noch Sachen, mit die ich auch wirklich gewinnbringend verkaufen kann. Alles andere lohnt sich nicht. Also magische Sachen und sowas, ja, aber... Okay, Mine. Das ist quasi ein Dungeon. Na. Dann gehen wir doch mal rein. Weil was anderes tun wir als Dungeons leer räumen? Hm? So, jetzt nicht in irgendwelche Fallen tappen? Da bin ich ja immer super drin. Fallen finden. Das ist so eine Fähigkeit von mir. Aber hier sieht es jetzt nicht nach Falle aus. Das ist wahrscheinlich der... Was war das denn? Da jemand gerülpst oder... Was war das? Da hat jemand gerülpst. Nix da. Es tut mir ja leid, Mädels. Normalerweise, ne? So, Frauenpower und so, aber. Okay, sie sind noch nicht alarmiert. Das ist gut. Das heißt, ich bin noch nicht im Kampf. Das heißt, ich kann meine beiden Eispranken nehmen und meine gebratene Hasenpfote mampfen. Korundum-Erz, ah, sehr schön, wenn das hier alles aufgeräumt ist. Und Schlachtaxt. Ja, sehr schön, wenn das hier alles aufgeräumt ist, dann kann ich ja auch mich dran machen, hier Erz abzubauen. Gucken. Ich hatte die gesehen. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Ich hoffe, es sind nicht zu viele. Hä? Okay. Mach ihn höher. Der versteht schon. Der konnte schon ein bisschen mehr ab. Der versteht schon ein bisschen mehr Spaß.
Das ist ein so brutaler Finisher. Und offenbar mag sie ihn besonders gern. Das ist so furchtbar. Die Finisher finde ich schon teilweise ganz schön derbe. Ja. Aber gut. So ist das halt. Das ist eine brutale Welt. Oh, Gold. Ja, aber ich weiß nicht, ob hier nicht noch mehr Gegner sind. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob hier noch mehr Gegner sind. Aber es scheint, als wären es tatsächlich gewesen, oder? Das wäre natürlich echt nett. Oh, Ambrosia. Danke, danke. Yay! Oh Gott! Zauberbücher. Eine Laute, die wir nicht brauchen. Ein Stahlgroßschwert. Also Stahlgroßschwert, das macht 22 Schaden. Unsere Waffe macht schon 31. Das lohnt sich halt einfach nicht mehr, das mitzunehmen. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut. Es lohnt sich halt eher, hier das Erz abzubauen. Damit man dann danach damit handwerken kann, als Stahl- oder Eisenwaffen mitzunehmen oder irgendwas. Klar, man könnte es verzaubern und dann verkaufen, aber nee. Das Einzige, was ich noch machen werde, weil ich will ja alle Zauber lernen, egal ob ich sie benutze oder nicht. Die anderen habe ich alle schon. Gut, dann kann ich die ja verkaufen. Das ist auch nicht so schlecht. Die wiegen auch nur eins. Das ist, sag ich mal. Ne? Habe ich das mitgenommen? Wann habe ich das denn mitgenommen? Malphas. Malphas war der. Ja, okay. Malphas war der Lichtgeborene, der hier so verehrt wird. Das habe ich ganz vergessen gehabt. Ich kam nicht mehr auf den Namen vorhin. Ja. So. Das Gold. Ist, da hinten ist auch was. Das holen wir jetzt auch mal. Ich finde diese Geräusche immer etwas beunruhigend. Man weiß dann nie, kracht der ganze Kram jetzt über mir zusammen? Kommt noch irgendwas aus der Ecke gesprungen? War es das wirklich mit den Gegnern? Ja. Sehr gut. Ich bin überladen. Okay. Habe ich denn irgendwas, was ich noch wegschmeißen kann sonst, was ich vielleicht nicht hätte mitnehmen sollen? Ja, rein theoretisch die Stadtwachenklamotten, aber die wiegen ja auch. Ja, doch, die wiegen schon was. Das wollte ich aber in meine Kiste schmeißen, weil, wer weiß, vielleicht muss man das irgendwann mal anziehen. Ja, Runenschlachtaxt. Runenbogen. Der macht 17 Schaden. Unserer macht nur 13. Der macht dann allerdings noch 7 Punkte Frostschaden. Ja, aber das ist alles nicht das Problem. Problematisch sind andere Dinge, aber ich kann jetzt nicht ja, gut, dann ist es wohl Zeit für das. Hä? Wieso? Jetzt nicht mehr, danke. Muss ich nur dran denken, wenn ich dann wieder einen Kampf habe, dass ich das andererseits die 10 Punkte Lebensenergie mehr machen es, glaube ich, auch nicht mehr. Stahlgedöns. Ja, der hatte ein bisschen, der konnte auch ein bisschen mehr ab. Noch mehr Pilze. Fässer sind alle leer. Warum ist die Musik so dramatisch? Kriegsaxt. Nee, komm, jetzt ist aber gut. Feder, Tintenfass. Nee, 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 nee. Hier ist aber noch, oder? Silbererz. Haha.
Ich könnte ja zurückporten nach Ark, mein Zeug verkaufen und wieder hierhin düsen mit dem Myraden. Weil eigentlich würde ich hier schon ganz gerne noch mich umschauen. Also insgesamt in der Gegend. Ach, Truhe. Denn, wieso habe ich das denn jetzt nicht hingekriegt? Ich wollte ja mal gucken, ob das hier, ob wir in der Gegend nicht gelandet waren. Und das könnte ja noch interessant sein. Oh, Groschenbeutel. Da geht's noch. Geht's noch weiter? Okay, was ist das denn hier? Ist das eine Statue? Ist das Malphas? Ich traue mich jetzt nicht in das. Man kann durchlaufen, durchwarten, sag ich mal. War hier nur die Eisbranke? Ah, eine Kiste. Okay. Und das war's. Die Statue, das heißt hier irgendwo. Wo waren wir hergekommen? Hier. Okay, aber auch hier ist jetzt kein Erz mehr zum Abbauen. Ich habe jetzt wirklich die Befürchtung, dass wir schon für diese Sachen levelmäßig zu hoch sind, weil es eigentlich schon ein bisschen einfach vorkam. Immer schmeißen die Leute ihre Waffen hinter mir her. Es hat gerade einer von den Toten seinen Bogen zu mir hingeworfen. Warum? Ja gut, das sind die Typen. Mal einmal hier die. Hier sind wir. Hier waren wir schon. Ah, okay, das war dieses. Ja, okay, ich erinnere mich. Das war dieses Feldlager von den Vatyren, das auch an der Küste lag. Bauernküste. Wir sind an der Bauernküste. War das weiter oben? Ist das auch noch Bauernküste? Frage ich mich. Wir waren ja relativ in einer, also sehr menschenleeren Gegend gelandet. Keine Ahnung. Auch nicht. Ich meine, es macht vielleicht auch gar keinen Sinn, da nochmal hinzugehen, aber ich würde es einfach gerne. So als Erinnerung. Gut, hier geht's hoch. Das ist ja relativ gut wiederzufinden. Wow, was für ein krasser Wasserfall. Und das sieht aus, als wäre das ein gemauert. Okay. Ist das von irgendeiner Mine? Sehr krass. Okay. Ich schwimme mal die andere Seite. Ich hoffe, dass dann sofort wieder Gegner stehen, die mich platt machen wollen. Aber ich habe das Gefühl. Ne, ist nur eine fette Krabbe. Also ich sehe an Bewegung nur eine fette Krabbe. Weil das auch nicht immer was heißt.
das ist eine Kiste. Das nehmen wir mit. Also hier ist auf jeden Fall noch ein Leuchtturm voraus. Oh Gott, Fuchs, lass es. Lass es. Geh weg. Lass es einfach. Immer diese blöden Jumpscares in Spielen, wo es keine Jumpscares geben sollte. Ich hatte die Musik, oder er hatte die Sounds ja ein bisschen runtergedreht, weil die Naturgeräusche wie Wasserfälle etc. teilweise ja doch etwas sehr laut waren. Aber dadurch höre ich da auch nicht unbedingt immer, wenn Gegner rankommen sofort. Ach, das war ein Schiff, das ich da von Weitem gesehen habe. Ich habe mich schon gefragt, wer da ein Kreuz hinstellt. Was ist denn jetzt? Irgendwas hat mich... Ah, oh Gott. Das wirst du bereuen. Lass das doch mal. Lass das doch mal. Lass das. Das wirst du bereuen. Aua, lass das sein. Der hat mich... der hat mich umgehauen. Warum sind die immer so gemein zu einem? Weil ich war 200 Meter weit weg. Und dann greifen die mich an. Was haben die für eine Reichweite? Was haben die für eine Aggro-Range? Das ist ja unglaublich. So. Ja. Ich sehe das jetzt mal als Hinweis. Ich werde jetzt einfach zurück zu dieser Leiter gehen. Ja, Laufen ist anstrengend, das stimmt. Nee, es war ein Stück weiter, ne? Genau. Hier war das, meine ich, genau. Eigentlich wollte ich mir ja nur diesen spektakulären Wasserfall angucken. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Dann zurück zum Myradenturm. Denke ich. Ich mache mal Quicksave hier oben. Bevor mich wieder irgendwas... aus dem Latschen haut. Irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, komm. Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. So komisch, total lustig. Mann, Kind. Aber so sind sie, die kleinen. Niedlichen. Ach, du bist auch der, der mich schon mal angequatscht hat. Du kriegst von mir kein Geld. Du kannst froh sein, dass ich dir nicht meine Axt auf den Kopf haue. Ich bin jetzt gerade eh schlecht drauf. Mich haben drei Typen einfach platt gemacht. Das geht gar nicht. Du bist der Myraden. Schreitet wohl. Wohin soll... Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich möchte nach Ark, denke ich. Ja. Ich muss Zeug verkaufen. Mein Inventar ist zu voll. Das werde ich aber, wenn ich in Ark angekommen bin, offscreen machen. Das ist ja, ihr habt ja gesehen, was ich eingesammelt habe. Also ich muss das Zeug verkaufen, was ich loswerden will. Und den Rest in die Kiste schmeißen. Vielleicht schmeiße ich auch erstmal nur in die Kiste.
Ja, ich wollte da nicht runterspringen. Jetzt weiß ich nur gar nicht, gibt es hier auch so einen praktischen Wegweiser, mit dem man interagieren kann und sich in den Sonnentempel beamen kann? Weil theoretisch ist das so. Ja, sehr schön. Also, so schön ich Ark auch finde, diese ganzen Ladescreens, jedes Mal, wenn man von einem Viertel ins nächste geht, die sind halt ein bisschen anstrengend und das Spiel stürzt ja auch gerne in Ark schon mal bei diesen Ladescreens ab. Deswegen versuche ich die Anzahl der Ladescreens innerhalb Arks etwas zu reduzieren. So, hier haben wir die Kiste. Ich könnte das jetzt nochmal eben machen, während wir hier, ne? So. Da haben wir... Ich habe eine Axt mitgenommen. Ah, zum Bäume fällen, die ich nicht fälle. Yep. Bitte, ja, die sind nämlich auch immer schwer. Die ganzen Goldbarren. Ah. Und schon ist das Inventar ein bisschen aufgeräumter. Ja. Hier. Das und das. Und das. Und das. Und die Robe. Resistenzring. Und überhaupt. Das zweimal. Das. Ja, das schmeiße ich jetzt erstmal alles rein. Irgendwann werde ich das mal verkaufen. Wenn ich mal Zeit habe. Ich überlege, ob ich mir den vielleicht jetzt noch verzaubere. Weil der macht halt nur 13 Schaden und der 17. Macht 9 Punkte Feuerschaden. Das macht auch schon 8 Punkte. Aber dann habe ich den Zauber schon. Dann könnte ich das verkaufen irgendwann bei Gelegenheit. Ja. Was habe ich denn noch? Ach ja, ich hatte noch Bücher, ne? Zauberbücher und so. Das mache ich, wenn ich beim nächsten Mal leeres Pergament, ganz wichtig. Warum auch immer ich das mitgenommen habe. Papier. Notizen. Ja, das wiegt ja alles nichts. Die Zutaten wiegen halt auch, ne? Muss man auch immer wieder mit berücksichtigen. Und das Essen wiegt. Und die Lehrlingsbücher wiegen, aber nicht so viel. Okay. Ja, Schlüsselbücher. Ja, das verkaufe ich alles irgendwann. Ja, ich glaube, jetzt ist das Inventar ein bisschen aufgeräumter und dann kann ich auch wieder das hier mir anlegen. So. Okay, dann mache ich jetzt hier einen Cut und dann gucke ich mal, dann könnten wir eigentlich in der nächsten Folge entweder einfach mal nochmal zur Bauernküste. Hier so in die Richtung. Schon Talgard. Hier ist der. Ich meine, wir könnten natürlich auch versuchen, ob wir so eine Drei-Sternchen-Quest machen. Ach, und ich sollte vielleicht das Kopfgeld abgeben. Wo muss ich denn da hin? Auf den Marktplatz. Gut. Das werde ich jetzt noch tun. Und dann habe ich auch noch gelevelt. Das heißt, ich könnte mal meditieren drüber. Ich weiß aber nicht, ob ich genug Erinnerungspunkte habe, dass sich das lohnt. Muss ich gleich nochmal schauen. Wir haben so viele Optionen, was wir tun können. Das ist, ja, gar nicht so einfach. Hört meine Worte, o wegestreue Bewohner dieser heiligen Stadt. Viele der euren so, dann geben wir das mal ab. Auch da wäre ja auch unsere Kiste gewesen. 500 EP, sehr schön. Ja, der nächste Level ist nicht mehr so weit weg. Kopfgeldauftrag suchen. Pack gesucht.
Gerüchten zufolge haust in den Grimmlichtstollen momentan ein Troll namens Pack-Pack. Laut dem Kopfgeldbrief wurde dieser von abtrünnigen Apothekari gezüchtet, die planen, ihn auf das endraleische Bauernvolk loszulassen. Da lesen wir natürlich an. Und das ist eine Dreierquest. Das könnten wir ja dann einfach schon mal machen. Also, ne, das könnten wir als nächstes angehen. Dann haben wir wieder... Wo ist er denn, der gute Pack-Pack? Da oben. Flüsterwald. War das nicht der Flüsterwald? Mussten wir nicht sowieso hin? Nebelhain? In Nebelhain waren wir schon mal. Da bin ich schon mal hingeflogen und habe dann gedacht, so, upsili, gehen wir mal wieder weg. Aber da könnte man ja dann tatsächlich mal... Schneefels-Taverne. Ich finde, das klingt so einladend. Da könnten wir ja dann hier von diesem Myradenturm leichter hin. Ja, okay, dann machen wir das vielleicht wirklich in der nächsten Folge. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Sehr schön, danke. Ach Gott, das ist die Brottante. Ich gehe mal ein Stück weiter weg, sonst hört man ja sein... Versteht man sein eigenes Wort nicht. Kommt zu Irinto Shaamgash und kauft Fisch frisch aus dem Roten Meer. Ja. Gewürze, Teppiche, Ich geh mal ein Stück vom Markt weg. Das ist ja echt schlimm hier. Grüße. Ja, Grüße. Okay, hier geht's jetzt. So, ja, jetzt aber. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr seid Abenteurer, oder? Nein! Jede Menge ich bin kein Abenteurer. Ich suche einen ruhigen Platz. Oh nein! Ja, ich suche da einen ruhigen Platz und wie gesagt, ja, manchmal stürzt das Spiel in Arc ab. Ich sehe das jetzt als Zeichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.